Nein, du bist hässlich, dich will keiner sehen. Weg da. Ich sehe besser aus als du. Nein. Hallo. Jetzt weg da, das ist mein Kanal. Bevor die alle noch AIDS kriegen. Hallo Leute! Es ist mal wieder soweit. Nach langer Zeit machen wir mal wieder ein Backen-Video. Und heute wollen wir einmal... Was ist das? Oh, oh fuck! Ah! Ah! Bienenstich! Ich bin eine Biene. Für unseren Bienenstich brauchen wir folgende Zutaten: 4 Eier, 200 Gramm Zucker, 130 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver. Dazu kommen noch 4 Becher Schlagsahne, 3 Päckchen Vanillezucker, 4 Päckchen Sahne steif. Dazu kommt noch ein beliebiges Aroma, in meinem Falle Butter-Vanille. Und 1 bis 2 Beutel Mandeln. Bevorzugt gemahlen. Als erstes nehmen wir uns unsere 4 Eier. Die 4 Eier müssen aufgeschlagen und in eine Schüssel gegeben werden. Wenn wir das getan haben, nehmen wir uns den Mixer und mixen die Eier so lange, bis sie schön schaumig werden. Als nächsten Schritt müssen wir Mehl und Zucker abmessen. Dafür nehmen wir 200 Gramm Zucker und 130 Gramm Mehl in jeweils separaten Behältern. Zu den 130 Gramm Mehl tun wir auch noch einen Esslöffel Backpulver, den wir untermischen. Hinterher werden beide Zutaten unter das schaumig geschlagene Ei gerührt. Das machen wir so lange, bis sich ein Teig daraus ergibt. Dafür kann auch der Mixer noch einmal genutzt werden. Nun wird der Ofen auf 180 Grad vorgeheizt. Dafür nehmen wir die Einstellung Ober-Unterhitze oder Umluft. Nun waschen wir uns erstmal gründlich die Hände. Das ist zwar prinzipiell wichtig, aber hier nochmal besonders. Denn in unserem nächsten Schritt nehmen wir uns eine Springform, in der wir Margarine verteilen müssen bzw. bestreichen. Wer es hat, kann dafür auch einen speziellen Backpinsel nehmen. Das funktioniert sogar noch besser. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Springform ordentlich eingefettet ist, damit sich später der Teig nach dem Backen auch richtig ablösen kann. Nun nehmen wir uns den Teig und verteilen ihn in der Springform. Dabei achten wir darauf, dass der Teig möglichst gleichmäßig verteilt ist. Danach nehmen wir uns eine Packung Mandeln und verteilen die Mandeln oben auf dem Teig. Das Ganze wird nun in den Ofen geschoben für ganze 25 Minuten. Nun, wo der Teig im Backofen ist, kümmern wir uns um die Schlagsahne. Dafür nehmen wir uns alle 4 Becher und schütten sie in eine große Schüssel. Dann nehmen wir uns den Mixer und fangen an zu mixen. Während wir das tun, nehmen wir uns auch immer wieder Sahne steif und schütten es da in die Sahne hinzu. Dabei müssen wir hinterher besonders darauf achten, dass die Sahne möglichst festgeschlagen ist. Kleiner notwendiger Tipp am Rande: Die Sahne sollte kühl sein, denn wenn sie warm ist, kann es sein, dass ihr euch versehentlich Butter schlagt und dann könnt ihr die ganze Sahne wegwerfen. Nun nehmen wir uns 3 bis 4 Packungen Vanillezucker und ein x-beliebiges Aroma, in meinem Fall Butter-Vanille-Aroma. Der Vanillezucker wird einmal quer auf der Sahne verteilt und danach schütten wir das Aroma hinzu. Wir nehmen uns nun einen Löffel und rühren das Aroma und den Vanillezucker unter die Sahne. Nun sollte auch unsere erste Teigschicht fertig sein, also holen wir sie aus dem Backofen und entfernen die Springform. Was diesen Teig angeht, so müssen wir dieselbe Prozedur noch einmal machen, nur diesmal ohne Mandeln, denn dies mit Mandeln ist jetzt nur unsere Oberhälfte, doch wir brauchen noch die untere Hälfte.
So, jetzt, meine Lieben, sind wir fast fertig. Jetzt haben wir hier einmal den Deckel und einmal den Boden. Und bei mir ist der Boden etwas schief, das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich gucken, dass ich ihn etwas gerade schneide. Und danach dann hier die Sahne drauflegen, dann kommt da der Deckel drauf. Zum Schneiden könnt ihr entweder ein scharfes Messer benutzen, das haben die meisten in der Küche. Es gibt aber auch speziell eine Art Säge extra dafür. Das wäre die sowas hier. Die kann man dann quasi hier so aufsetzen und dann lang schneiden. Dann hat man auch einen geraden Schnitt. Ich würde mal sagen, wir beenden dann unsere Arbeit und sehen uns dann gleich nochmal, wenn wir fertig sind. So, meine Lieben, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Sahne zwischen die beiden Teigplatten legen. Dafür nehmen wir uns die Teigplatten und die Sahne und bedienen uns jetzt eines kleinen Tricks. Wir nehmen uns die Springform von vorhin. Wir müssen allerdings warten, bis sie so weit abgekühlt ist, dass wir sie anfassen können. Wir legen sie um den Boden drumherum, so dass dieser wieder komplett umschlossen ist. Dann nehmen wir uns die Sahne und schütten bzw. verteilen die Sahne auf dem Tortenboden. Das machen wir so, weil durch die Springform die Sahne nicht überall hinwegfließen kann und so ist es leichter, die Sahne zu positionieren. Danach nehmen wir uns eigentlich nur noch den Deckel und legen ihn oben drauf. Ratsam ist es jetzt hier, die Torte in einen Kühlschrank zu bringen, denn dort wird die Sahne nochmal etwas fester und wenn sie dann richtig runtergekühlt ist, wird sie auch nicht mehr verlaufen. Das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Rezept, das wir heute mal gemacht haben. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich würde sagen, haut raus! Ihr findet natürlich wie immer hier noch meine letzten Videos und das war's dann.